Hallo und willkommen bei Skyrim, bei dem Buch Agrios Tagebuch. Verzeiht mir wegen der Sprache. Die Schrift ist auf ziemlich alter Weise geschrieben, daher können einige Textzeilen schwierig sein. So, ich fange an. Hätte nie gedacht, beim Agrios Tagebuch, dass ich den Tag erleben würde, an dem man uns aus der Bande der vorgehaltenen Messer verstoßen würde. Zumindest müsste der Sturm unserer Spuren verwischen. Wigrod, Rain und ich haben für die Nacht Zuflucht in einer Höhle gefunden. Hier scheint es eine alte Ruine zu geben. Wenigstens sind hier keine Twarks-Monster. Wigrod und Rain wollen sich beide für eine Weile hier niederlassen und vielleicht ein paar Leute überfallen. Das sollten sie doch besser wissen. Die Straße ist verlassen, besonders zu dieser Jahreszeit. Oben im Norden gibt es viele bessere Orte, aber sie scheinen wild entschlossen hier zu bleiben. Wollten mir nicht mal helfen, als ich heute auf die Jagd ging. Also sie wollten mir nicht mehr helfen, als ich heute auf die Jagd ging. Irgendwas stimmt hier nicht. Rain hat kein Wort gesprochen, seit sie heute Morgen aufgewacht ist. Und starrt immer nur leer vor sich hin. Wigrod ist auch nicht viel besser dran. Sie sind krank. Von so einer Krankheit habe ich noch nie gehört. Ich würde ja von ihnen weggehen. Aber ich kann mich einfach nicht aufraffen. Mir ist, als würde mich etwas zurückhalten. Was ist das nur für ein Ort? Wir sind nicht allein. Ich kann ihn jetzt hören. Jemand, der in meinem Kopf spricht. Alt, mächtig, Haldir. So heißt er. Er will etwas von uns, braucht uns, damit die Magie funktioniert. Ich habe versucht wegzulaufen, kann aber nicht. Genau wie sie. Rarin ist zuerst gesprungen. Auf das Grab, das ist es, was der Meister will. Blutopfer, die Macht, wiederzubeleben. Seine Magie, ich spüre, wie sie in meinem Blut pulsiert. Er schwächt uns. Bald werden wir ihm dienen, unsere Körper, unsere Seelen. Genau wie die anderen, sie warten. Nun bin ich an der Reihe.